Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zum 57. Bonner Wirtschaftstalk. Live aus dem Kammermusiksaal hier mit Flügel im Hintergrund. Wir haben leider noch niemanden gefunden, der darauf spielen kann. Ganz in der Nähe des Beethovenhauses, da wo der berühmteste Sohn der Stadt 22 Jahre gelebt hat. Ja, wir hatten es in der Einladung geschrieben, unsere Lieferkette reißt auch beim 57. Bonner Wirtschaftstalk nicht ab. Trotzdem müssen wir beim Bonner Wirtschaftstalk über das Thema Decoupling, also Decoupling in NRW reden und von NRW reden, über die sogenannte Entkopplung. Wir leben in einer Stadt und in einer Welt, die sich radikal verändert. Viele sagen nicht zum Guten, andere merken an, dass sie noch nicht wissen, was am Ende dabei herauskommt. Pandemie, ein verstopfter Suezkanal, der Ukraine-Krieg und im Hintergrund eine Welt, in der sich so etwas wie eine multipolare Ordnung entwickelt, also das Vorhandensein von mehr als zwei Staaten mit ähnlichen Machtpotenzialen. Bei Wirtschaft und Verbrauchern ist der Effekt spürbar. Die Angst vor kalten Wohnungen, Energie, Verbraucherpreise, die explodieren. Eine neue Bundesregierung, die versucht dagegen anzuregieren. Produktionsbedingungen, die in Deutschland immer schlechter werden. Decoupling ist ein zentraler Begriff hier. Und wenn Sie nur erahnen, was dahinter steht. Nach unserer Sendung werden Sie hoffentlich ein bisschen schlauer sein. Sollten Sie es nicht sein, dann haben wir einen Fehler gemacht. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen ganz herzlich unser Podium heute Abend vorstellen. Mit dabei heute Abend sind Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business der KPMG AG. Sie müssen als Berater noch immer das Thema Decoupling dafür sensibilisieren oder ist das überall angekommen oder ist es vielleicht sogar in der Wirtschaft schon ein alter Hut? Es ist kein alter Hut, aber es ist angekommen in der Wirtschaft. Also wir sehen, die Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte haben das auf der Agenda und wechseln den Kurs. Das okay. Ist ein Thema. Uwe Borges ist mit dabei, Vorstand Firmenkunden, institutionelle Kunden und Treasury, der Finanzmanager der Sparkasse Köln-Bonn, der mit vielen Unternehmen spricht und dabei aus erster Hand erfährt, was Unternehmer und Unternehmerinnen bewegt. Bewegt die auch die Decoupling, also die Entkopplung? Absolut, Herr David. Also wir beschäftigen uns in der Sparkasse Köln-Bonn sehr, sehr intensiv, insbesondere mit dem inhabergeführten Unternehmen, dem klassischen Mittelstand in Deutschland. Und spätestens mit den geopolitischen Krisen ist eine ganz besondere Sensibilität bei den Unternehmerinnen und Unternehmern entstanden, sich diesem Thema zuzuwenden. Das ist allerdings eine große Herausforderung für die Unternehmen. Das muss sehr strategisch angegangen werden und erfordert Zeit. Und deswegen sehen wir, dass gerade eine Lieferantendiversifizierung beispielsweise eine Reduzierung von Abhängigkeiten in der Wertschöpfungskette gegenüber Lieferanten, aber auch gegenüber Abnehmern durchaus ein langwieriger Prozess ist. Und Christina Otte ist mit dabei, Deputy Director Ostasien der Germany Trade und Invest, Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing. Hauptsitz ist in Berlin. Es gibt noch einen weiteren Standort, der ist in Bonn und bei dem sind Sie. Ja, jetzt wollen wir mal wissen, was ist denn der Unterschied zwischen GTAI, also der Germany Trade und Invest und der AHK? Die gibt es nämlich auch, die Auslands-IHK. Sie beide sind zuständig für deutsche Unternehmen im Ausland und ausländische Unternehmen, die nach Deutschland kommen. Was macht den Unterschied aus zwischen Ihnen beiden? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein heute bei der Diskussion. Also der Unterschied ist im Prinzip, wir beide, also sind Angebote der Bundesregierung, um deutsche Unternehmen bei ihrem Auslandsgeschäft zu unterstützen. Aber die Deutsche Auslandshandelskammer ist vor allen Dingen vor Ort in den Märkten. Das heißt, betreut dann, wenn es tatsächlich zu einer Investition zum Beispiel im Ausland kommt. Und wir als GTI, wir sind noch davor geschaltet und geben erstmal Erstinformationen über Auslandsmärkte. Wie entwickelt sich dort die Wirtschaft? Was sind vielleicht Regularien, die man beim Export zum Beispiel in die USA berücksichtigen muss? Und da haben wir Experten, Zollexperten, Rechtsexperten, Juristen bei uns beschäftigt, die dafür quasi nur
tätig sind und Marktinformationen recherchieren. Das Thema Decoupling in NRW. Wir haben kurz vor der Sendung hier mal unser Saalpublikum gefragt, für wen ist das ein Begriff, Decoupling, also diese Entkopplung in der Wirtschaft? Und von den gut 100 Gästen, die wir haben, haben es gerade mal 5% so einordnen können. Das sind nicht viele, deswegen fragen wir mal unsere Experten. Herr Glunz, wie definieren Sie Decoupling? Ja, erst einmal auch vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, an der Diskussion teilnehmen zu dürfen. Entkopplung ist ein langfristiger Trend, muss man sagen. Das ist etwas, was schon vor einigen Jahren begonnen hat. Spätestens mit Trumps America First-Politik und dann auch Chinas Politik der sogenannten zwei Kreisläufe, eine Stärkung des Binnenmarktes, aber dann durch eine ganze Reihe an protektionistischen Maßnahmen, die in verschiedenen Ländern der Welt dann tatsächlich auch eingetreten sind. Und auch Brexit ist eigentlich nichts anderes als eine Entkopplungsmaßnahme. Und diese Entkopplung, die hat ganz vielfältige Facetten. Das ist zum einen regulatorisch, indem Gesetze erlassen werden, die das Unternehmen verbietet, in anderen Rechtsgebieten tätig zu sein. Zum Beispiel verbietet die USA Geschäftstätigkeiten mit bestimmten chinesischen Unternehmen. Und umgekehrt gibt es das dann auch in die andere Richtung, von China in die USA. Und viele dieser Gesetze, die wirken exterritorial. Das heißt, dass sich europäische Unternehmen nicht gleichzeitig an diese Gesetze halten können in den USA und in China, weil sich in einem der beiden Länder dann halt gegen das Gesetz stellen. Das ist die regulatorische Entkopplung. Es gibt aber auch zum Beispiel eine technologische Entkopplung. Also dass es Normen gibt und Standards sind, die sich voneinander hinwegbewegen. Da gebe ich gerne das Beispiel der DIN-Normen. Ich weiß nicht, was Sie denken, wie viele DIN-Normen es in Deutschland gibt. Es sind Zehntausende tatsächlich. Und die definieren halt die Standards. Und diese Standards, die entwickeln sich gerade voneinander entfernt. Das heißt, die Standards in den USA, die Standards in China entwickeln sich voneinander weg. Was bedeutet, dass sich Unternehmen auf zwei verschiedene Standards einrichten müssen, mit deutlich zusätzlichen Kosten. Aber Entkopplung geht viel weiter. Personelle Entkopplung, dass Personenfreizügigkeit nicht mehr gegeben ist. Eine Entkopplung der Märkte, dass Märkte abgeschlossen werden. Eine Entkopplung beim Bereich Rohstoffe, dass Rohstoffe nicht mehr verfügbar sind, dass seltene Erden nicht mehr exportiert werden dürfen oder Photovoltaikmodule nicht mehr exportiert werden dürfen. Also ganz viele verschiedene Aktivitäten, die über einen längeren Zeitraum sich entwickeln, wo wir sehen, das ist ein Trend, der langfristig anhält und der sich auch in Zukunft nicht ändern wird. Selbst wenn man das Ganze nicht mehr Decoupling nennt, sondern jetzt vielleicht De-Risking, ist im Grunde nichts anderes als eine Entkopplung der Wirtschaft. Aber Frau Otte, was ist so schlimm an der Entkopplung? Also wir holen die Produktion zurück, haben alles in eigener Hand, vertrauen auf unser eigenes System. Ich weiß, womit ich arbeite. Wie blauäugig ist das für mir, was ich gerade sage? Naja, also es ist so natürlich, dass unser Wirtschaftssystem, unser Wohlstand, kann man ja auch sagen, den wir hier generiert haben, über die letzten Jahrzehnte sehr stark darauf gefußt hat, dass wir eben Handel treiben mit anderen Märkten, dass Unternehmen eben in die anderen Märkte gegangen sind und dort zum Beispiel auch Produktion hin verlagert haben, aber eben halt auch ihre Produkte dorthin vertreiben. Und insofern ist natürlich die Entkopplung schon für die Unternehmen Thema, weil sie dadurch natürlich in ihrem internationalen Handelsgeschäft sehr stark beeinträchtigt werden. Erstens ist es natürlich so, dass es, wenn sich jetzt Standards entkoppeln, ist es erstmal auch einfach lästig, insofern mehr Aufwand, den man betreiben muss, dass man eben seine Produkte auf die verschiedenen Märkte hin anpassen muss, die den verschiedenen Standards eben Rechnung tragen muss. Auf der anderen Seite kostet das natürlich auch und das sind ja vielfach kleine und mittelständische Unternehmen, die da betroffen sind, die eben vielleicht auch gar nicht die Ressourcen haben, da groß jetzt zu investieren, um sozusagen eigene Doppelstrukturen, die entstehen ja dadurch auch vielfach. Ne? Wenn wir jetzt gucken in China, dadurch, dass sich eben der Markt auch von der chinesischen Regierung sozusagen forciert, entkoppelt und zum Beispiel eben dort die Regularien sind, dass man Daten lokal speichern muss, dann ist das natürlich auch was dann kostet. Dann muss ich vor Ort eben meine Daten speichern. Ich muss vielleicht auch Forschung und Entwicklung vor Ort aufbauen, was ich vielleicht sonst vorher woanders gemacht habe und eben in den anderen Märkten genauso. Und das sehen wir jetzt, dass Unternehmen eben gucken, wo sind meine Märkte und sich dann eben in diesen Märkten lokaler aufstellen. Jetzt waren wir in der großen, weiten Welt. Bleiben wir in der Region. Herr Borges, wie definieren Sie Decoupling?
auch bezogen auf Ihr Geschäftsfeld, auch mit den Erfahrungen, die Sie von den Unternehmern und Unternehmerinnen so mitbekommen? Naja, wir sehen dieses Phänomen der Entkopplung natürlich dergestalt, dass gerade unsere Kunden doch sehr, sehr stark über diese geopolitischen Krisen gespürt haben, dass sie gut beraten sind, die alten Erfolgsmodelle der internationalen Arbeitsteilung, des Aufbaus von Lieferanten und Kundenbeziehungen international in Frage zu stellen, beziehungsweise Abhängigkeiten zu reduzieren. Das heißt also, die Lieferantenstrategie auf den Prüfstand zu stellen, viel stärker die Frage beim Aufbau von Lieferantenbeziehungen im Ausland in den Blick zu nehmen, ist es nur der günstigste Preis, den ich im Fokus haben muss, oder macht es vielleicht mehr Sinn, ein bisschen mehr Beschaffungspreis zu zahlen, aber dafür jederzeitige Sicherheit zu haben, dass ich auch lieferfähig auf der Absatzseite bin. Und das ist einfach der Prozess, der jetzt im Moment angestoßen wird, der intensiv diskutiert wird. Man muss allerdings dazu sagen, dass gerade der Mittelstand hier in Nordrhein-Westfalen extrem profitiert hat in den letzten zwei Jahrzehnten von der Internationalisierung. Es sind hervorragende Ergebnisse erzielt worden in den Unternehmen. Es sind viele Arbeitsplätze durch die Internationalisierung geschaffen worden. Und deswegen darf man auch nicht so undifferenziert die Internationalisierung verteufeln, sondern muss lediglich diversifizieren. Also das Motto, was auch auf den Finanzmärkten eine Gesetzmäßigkeit ist, nicht alle Eier in ein Nest zu legen, gilt erst recht beim Managen von Lieferantenbeziehungen und gilt übrigens auch beim Managen von Absatzbeziehungen. Ein Kunde, der ausschließlich ein oder zwei Kunden hat und 80% seiner Umsätze mit diesen beiden Kunden macht, ist per se immer instabil in seinem Geschäftsmodell. Insofern ist das eigentlich jetzt die Diskussion, die wir auch als Hausbank des Mittelstandes mit anstoßen in unseren Gesprächen, einfließen lassen in unsere Ratinggespräche, um hier zu sensibilisieren und auch zu unterstützen, dass der Mittelstand sich hier ganz bewusst auf den Weg macht. Mhm. Herr Glund, Sie haben den Brexit angesprochen. Mhm. War der Brexit ein Labor für Europa, um Decoupling auszuprobieren? Großbritannien löst sich von Europa? Ja, wenn, dann ist es zumindest nicht gut gelungen, muss man sagen, weil der Brexit doch erhebliche Bremsspuren hinterlassen hat. Im Handel, wir machen dazu regelmäßig Studien auch bei KPMG, zusammen mit der British Chamber of Commerce in Deutschland. Und da haben wir schon gesehen, dass das ein großer Schmerzfaktor war für viele Unternehmen. Deutlich höhere Zölle, deutlich höhere Verwaltungsaufwendungen, viel Handelsvolumen, das eingebrochen ist die letzten Jahre. Also wir haben einen Trend gesehen seit 2016, wo der Handel und auch die Investitionen gegenseitig massiv abgenommen haben in der Zeit. Und das sind, Sie sagten das gerade richtig, alles Wohlstandsverluste. Globalisierung hat die letzten Jahrzehnte tatsächlich zu viel Wohlstand geführt in Deutschland und alles das vernichtet Wohlstand. Was mir nochmal ein wichtiger Punkt ist an der Stelle zu erwähnen ist, die Planbarkeit ist verloren gegangen. Wir leben in einem Zeitalter des Wandels. Die Welt, die Wirtschaftswelt ist einfach in einem massiven Wandel unterlegen und viele Ereignisse, die stattfinden, sind nicht vorhersehbar heutzutage. Und ich will da vielleicht noch mal zwei, drei Beispiele für geben. Das ganze Thema Erderwärmung führt zu immer mehr Klimakatastrophen. Klimakatastrophen belasten wiederum die Lieferketten. Wir haben gesehen, dass viele kleine Effekte an neuralgischen Stellen massive Auswirkungen haben können, wie Panama-Kanal zum Beispiel. Aber man braucht gar nicht so weit gehen. Man kann auch hier einfach in die Gegend gucken. Wenn bei der Bundesbahn einige Meter Stromkabel geklaut werden, dann liegt halb Nordrhein-Westfalen brach und kann nicht mehr mit Zugverkehr versorgt werden. Weil die kritische Infrastruktur angegriffen ist. Weil die kritische Infrastruktur angegriffen ist. Und das heißt, Unternehmen müssen heute viel mehr in Redundanzen investieren, müssen zusätzlich investieren, haben zusätzliche Kosten. Und diese zusätzlichen Kosten, die führen zu einer zusätzlichen Belastung in Zeiten steigender Stromkosten, Steuern, Abgaben und höherer Inflation. Frau Otte, hätten wir, hätten wir davon noch mehr lernen können, wie man es macht oder wie man es nicht macht? Oder lernen wir immer noch was davon? Sicherlich lernen wir immer noch was vom Brexit. Das ist ganz, ganz klar, dass man eben, also tatsächlich daraus ja vor allen Dingen Nachteile hatte. Und das, denke ich, kann für viele andere Diskussionen, wenn wir eben um Entkopplung oder über Entkopplung reden, auch
können wir dafür nehmen, dass das eben insofern nicht erstrebenswert ist, sich tatsächlich zu entkoppeln. Und ich würde tatsächlich auch nochmal sozusagen betonen, dass das ja eigentlich tatsächlich dazu führt, dass wir eben diese Doppelstrukturen haben und eben mehr Kosten. Und dass das aber, also tatsächlich bis jetzt immer das Hauptziel war, Kosten zu reduzieren, effizient zu sein in den Lieferketten, und dass jetzt eben andere Faktoren wie eine gewisse Versorgungssicherheit auch, eben auch Umweltschutz, dass das wichtiger geworden ist, den Konsumenten und natürlich im Umkehrschluss auch den Unternehmen, und dass da entsprechend die Lieferketten jetzt umgestellt werden, dass man eben nicht nur auf den günstigsten Preis schaut und eben darauf, dass man sozusagen ja die Kosten da reduziert, sondern dass man, und auch als Regierung müssen wir da natürlich irgendwie drauf schauen, dass wir bei bestimmten Produkten eben nicht abhängig sind bei der Zulieferung. Wenn wir jetzt kritische Rohstoffe beispielsweise nehmen, wo wir natürlich da eine sehr hohe Abhängigkeit zu China haben. Ist das, wenn Sie mit Ihren Unternehmern sprechen, ist auch Brexit da ein Thema? Ich wollte noch einmal den Brexit ansprechen, dass Sie sagen, guck's dir an und guck, wie es gelaufen ist. Und das ist eben ein Beispiel von Entkopplung. Und das kann eben passieren, um vielleicht noch mit mehr Nachdruck den Unternehmenden da auf die Sprünge zu helfen, um den Weg zu zeigen, wie es denn laufen könnte. Also der Brexit war ein Faktor, der dieses Thema Lieferketten genau zu betrachten, strategisch zu betrachten, natürlich war ein wichtiger Auslöser, aber noch mehr einfach der Angriffskrieg der Russlands in der Ukraine und natürlich auch die Diskussion, die wir im Moment bei den beiden Weltmächten USA und China erleben, auch was die Diskussion rund um Südkorea angeht. Da gibt es schon große Sorgen, dass hier angestammte Beziehungen gerade mit chinesischen Partnern möglicherweise aufgrund von politischen Sanktionen, die dann erfolgen sollten, in Frage gestellt sind. Und deswegen werden gerade diese Beziehungen zu China sehr, sehr stark hinterfragt. Man versucht sehr viel im Moment in Richtung Osteuropa zu entwickeln. Herr Glunz und Frau Otte, wir haben uns im Vorfeld ausgetauscht. Ich glaube, es ist auch wichtig, das hat nach meiner Wahrnehmung aus vielen Gesprächen, die ich mit dem Mittelstand führe, ist noch nicht so im Bewusstsein. Ich glaube, auch der afrikanische Markt ist in den Blick zu nehmen, um hier zu schauen, ob man nicht darüber neue Lieferketten aufbauen kann. Und insofern ist der Brexit ein Punkt, aber viel größere Effekte hat eigentlich dieser Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ausgelöst. Vielleicht doch nochmal zwei Ergänzungen zum Thema Brexit, weil mir das gerade doch nochmal durch den Kopf geht. Das eine ist, was wir, glaube ich, lernen können aus dem Brexit, ist, weniger Regulation kann von Vorteil sein, denn wir sehen, dass heute das Vereinigte Königreich durchaus attraktiv ist, auch für Neuansiedlungen, wie beispielsweise BioNTech, die einen Teil ihrer Forschung verlagert haben, gerade nach Großbritannien wieder, weil es dort einfach einfacher ist, zu forschen, zu entwickeln, weniger Verwaltungsaufwand, weniger Bürokratie da ist. Innerhalb der Europäischen Union haben wir so viel an Regulationen, die immer weiter zunimmt. Ich will jetzt gar nicht über den AI Act reden, der kommt, sei es die DSGVO, sei es Net Zero Industry Act, sei es Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was wir daraus lernen können, weil Großbritannien heute viel attraktiver ist nach dem Ausstieg aus der Europäischen Union, als es das vorher war. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was ich glaube, was ein Learning ist, für die Wirtschaft agil zu sein. Das heißt, jede Veränderung als eine Chance wahrzunehmen und auch neue Kooperationsmöglichkeiten zu identifizieren. Und das machen durchaus auch mittlerweile auch wieder eine ganze Reihe großbritannischer, aber auch deutscher Unternehmen, die Kooperationen suchen in Zukunftsfeldern, wie Energieumbau, Klimawandel, aber auch Digitalisierung oder auch ganz aktuell das Thema Verteidigung, wo gerade Großbritannien und auch Deutschland versuchen, zusammen zu kooperieren. Lassen Sie uns noch so ein bisschen bei dem kleinen Vokabeltest bleiben. Ein Wort haben wir schon gelernt, Decoupling. Ich habe noch ein Wort für Sie. Ich habe nämlich neben Decoupling noch ein spannendes Wort, welches zumindest für mich als Laie erst seit einigen Tagen auf dem Markt ist, De-Risking. Sie haben es eben schon gesagt, ist als Begriff vor ein paar Tagen von der EU-Kommission in Bezug auf ihre Strategie für Wirtschaftssicherheit geprägt worden. Mit De-Risking, das sagt aber Wikipedia, das sagt nicht ich, ist Risikoreduzierung gemeint. Was ist da noch mit gemeint, Frau Otte?
Ja, Risikominimierung. Also tatsächlich, dass man eben sich nicht entkoppelt, nicht komplett zum Beispiel in Bezug auf China sich aus dem Markt herauszieht, sondern aber das Risiko reduziert. Das heißt, dass man eben zum Beispiel kritische Rohstoffe, die wir jetzt zu fast 100% eben bei seltenen Erden aus China beziehen, dass man sich da breiter aufstellt und eben auch noch andere Bezugsquellen, sofern es denn geht, sozusagen in den Blick nimmt. Und auf Unternehmerebene eben auch, dass man schaut, habe ich tatsächlich, also wie bin ich überhaupt aufgestellt? Wer sind meine Zulieferer? Wie ist das Risiko für, wie schätze ich das ein? Und kann ich vielleicht meine Zuliefererstruktur dann eben auch breiter aufstellen und noch Unternehmen vielleicht, die jetzt noch nicht so weit sind, aber dahin dann vielleicht entwickeln, dass sie dann mich auch beliefern können. Oder eben halt auch absatzseitig, dass ich schaue, wenn ich jetzt beispielsweise 30% meiner Autos in China verkaufe, kann ich irgendwie vielleicht gucken, dass ich auch noch neue Märkte erschließe, wo ich dann eben auch hin verkaufe. Das ist so diese Diskussion, die man jetzt bei De-Risking von China führt aktuell. Herr Glunz, ist dann De-Risking der kleine Bruder von Decoupling? Ja, jetzt würde ich ganz gerne noch ein Fremdwort in den noch Raum werfen. Wenn wir gerade dabei sind, dann sollten wir noch ein drittes lernen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen. Dann ist das eine gute Gelegenheit dafür. Das, und zwar den Begriff des Window-Dressings. Window-Dressing? Window-Dressing. Window-Dressing bezeichnet, dass man etwas verschönert, anders umschreibt, aber im Grunde das Gleiche damit meint. Und das De-Risking ist nach unserer Wahrnehmung im Grunde nichts anderes als der kleine Bruder des Decouplings, weil sich die Maßnahmen ja nicht ändern. Es ist nur eine andere Wahrnehmung. Also das Narrativ wird geändert. Statt aggressiv von einer Entkopplung zu reden und sich von einer Loslösung zu reden, bezeichnet man dies als etwas Positives, nämlich Risikominderung. Gemeint ist damit aber genau das Gleiche. Also die Aktivitäten ändern sich dadurch nicht. Alles das, was ich vorher gesagt habe, an Entkopplungsaktivitäten wird fortgeführt. Es wird nur anders bezeichnet, anders benannt. Und dazu muss man wissen, der Grund dafür, warum das passiert ist, weil die Wirtschaft will keine Entkopplung. Die Wirtschaft will das, weder die deutsche Wirtschaft noch die Wirtschaft international will das. Weil China ist der mit Abstand größt wachsende Markt im nächsten Jahrzehnt. Kein Unternehmen, das auf Wachstum setzt, kann China verlassen. Keines. Und deswegen versucht eben auch die Wirtschaft ein Stück weit der Politik die Grenzen zu zeigen. Die Politik, die ja mehr und mehr reglementiert und reguliert und in die Wirtschaft reinreguliert. Und glücklicherweise hat die Politik auch zugehört und versucht eben auch da das Narrativ ein Stück weit zu ändern. Das ist meine Wahrnehmung. Decoupling, keiner will es. Herr Borges, lassen Sie uns über die Relevanz für Deutschland sprechen. Wie relevant ist Decoupling in Bezug auf Deutschland als Produktionsstandort? Also wie gesagt, ich glaube, dass das eine ganz große Relevanz hat, dass das ganz oben auf die Agenda der CEOs, der Strategen in den Unternehmen kommen muss. Und ich mache es mal an Beispielen fest. Das sind jetzt auch wieder Beispiele aus dem Mittelstand, dass der mittelständische Verleger, der in der Corona-Krise gespürt hat, dass er kein Papier mehr bekommen hat aus China, weil sich die ganzen Häfen gestaut haben mit den Schiffen, weil eben die Corona-Politik sehr restriktiv war in China. Mit der Folge, dass dann sehr, sehr schnell umgesteuert werden muss, um halt weiter verlegen zu können und das Kerngeschäft betreiben zu können. Und hier sehe ich eben erfolgreiche Beispiele, wie man trotz deutlich höherer Beschaffungspreise, dann beispielsweise, indem man Papier aus Osteuropa beschafft hat, dann trotzdem durch ein geschicktes Verhandeln auf der Absatzseite die Zukunft des Unternehmens gesichert wurde. Und so gibt es viele Beispiele im Mittelstand, im Baumaschinenbereich zum Beispiel, ein Hersteller von Ersatzteilen, der eben die Strategie umgestellt hat, nicht mehr auf ganze Containerschiffe zu warten aus China, um halt seine Ersatzteile zu bekommen, seine Vorprodukte zu bekommen für die Produktion der Ersatzteile, sondern bewusst jeden einzelnen Container auf verschiedenen Schiffen mitgenommen hat und gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass er eine deutlich höhere Bevorratung vorgenommen hat. Und das ist das nächste Thema, was immer wichtiger wird. Ich glaube, es wird wieder wichtiger werden, deutlich höhere Warenbestände aufzubauen, damit auch eine gewisse Unabhängigkeit von der Just-in-Time-Lieferung zu erzeugen.
Und das erfordert natürlich Liquidität. Also das Prinzip Cash is King hat nochmal einen ganz neuen Stellenwert gewonnen. Und hier sind natürlich wieder auch die Banken und Sparkassen gefragt in Deutschland, hier konstruktiv zu helfen, diesen Transformationsprozess auch zu begleiten. Herr Glunz, Sie haben es gerade gesagt. Entschuldigung, Frau Otte, bitte. Nee, was ich da nur ergänzen würde, wäre eben auch, dass es auch bedeutet, dass vielleicht wieder mehr Produktion auch zurückgeholt wird. Wir sehen das zum Beispiel bei strategischen Schlüsselindustrien, wo wir versuchen, eben da auch wieder mehr Investitionen in Europa anzusiedeln. Halbleiter beispielsweise, Intel hat jetzt die große Investition in Magdeburg bekannt gegeben. Sicherlich wird das nicht immer funktionieren und sicherlich wird das auch bei solchen Schlüsselindustrien, weil da eben sehr viel Wettbewerb auch ist zwischen den einzelnen Märkten, die USA versuchen das, China versucht das, wird das dann eben halt auch nur damit gehen, dass man eben auch viel Geld in die Hand nimmt, um solche Firmen dazu zu bewegen, eben auch hier zu investieren. Aber das ist jedenfalls auch was wir sehen. Also dass tatsächlich auch diese Bevorratung, die zunimmt, dann eben das Reshoring, das wieder, dass wir Produktion hier zurückholen und eben auch Nearshoring, dass man halt wieder Lieferketten regionaler aufstellt, beispielsweise in Europa für den europäischen Markt Produkte zu sourcen oder eben halt in Asien für China oder auf dem amerikanischen Kontinent für die USA. Die Entkopplung, keiner will sie, haben Sie gerade gesagt, Herr Glunz. Fast die gleiche Frage wie an Herrn Borges. Wie relevant ist die Coupling in Bezug auf deutsche Unternehmen und die deutsche Industrie? Vielleicht auch mit Beispielen. Sie kommen mit sehr vielen Firmen in Kontakt. Was sehen Sie da? Was erfahren Sie da? Was bekommen Sie da mit? Ja, also wie gesagt, das Szenario, auf das sich Unternehmen vorbereiten, ist, dass die Volatilität weiter zunimmt und dass die Risikolage sich auch weiter verschärft. Also das Top-Szenario, mit dem Unternehmen zurzeit rechnen, ist natürlich, man sieht das ja auch in den Medien, China-Einmarsch in Taiwan. Das ist sicherlich das Kritischste, was passieren könnte. Oder auch, dass China an Russland Waffen liefert, weil dazu gibt es bereits einen Vorratsbeschluss des Bundestags, der dann Sanktionen aussprechen wird, die deutlich massivere Auswirkungen haben werden, als die Russland-Sanktionen das haben werden für die deutsche Wirtschaft. Und darüber hinaus ist die deutsche Wirtschaft einfach auch im Wettbewerb, im Standortwettbewerb mit anderen Regionen der Welt. Wir sehen in den USA halt den Inflation Reduction Act, also mit großen Zugeständnissen an Unternehmen, die da investieren wollen. Und wir sehen durchaus auch in unserem Mandantenkreis viele Unternehmen, viele Mittelständler auch, die darüber nachdenken oder gerade dabei sind, Produktion zu verlagern, aus Europa, aus Deutschland, auch in die USA. Viele machen das eben auch, um gleichgewichtiger zu sein in den Regionen. Das heißt, wenn sie ein Schwergewicht hatten in Europa, dann versuchen sie halt jetzt auch, sich gleichgewichtiger in allen Regionen der Welt aufzustellen. Oder wenn sie ein Übergewicht hatten in China, dann kommen die nächsten Investitionen nicht nach China, sondern die gehen in die USA. Also deswegen kann man das, glaube ich, nicht so deutlich sagen, wo jetzt welches Land besonders stark partizipieren wird. Aus meiner Sicht ist Deutschland ein Stück weit in einem Dilemma, weil Deutschland hat unglaublich große Standortvorteile, eine tolle Forschungslandschaft, gut ausgebildete Beschäftigte, noch eine große Industriebasis in Europa, im Herzen Europas, aber es hat eben auch große Herausforderungen. Und dazu sehe ich das ganze Thema Regulatorik, dazu sehe ich die Infrastruktur, die Digitalisierung, die föderalen Strukturen in Deutschland, die vieles behindern. Also viele Themen, an denen dringend gearbeitet werden muss. Und wenn ich dann auch sehe, dass das Thema Artificial Intelligence, was, glaube ich, viele von uns ja sehr auch aktuell umtreibt, so viel Potenzial hat für Effizienzsteigerung und für Kostenminderung, dass das wiederum gleichzeitig aufgenommen wird von Europa mit noch mehr Regulierung, dann frage ich mich, ist das wirklich der richtige Weg? Mhm. Weil die USA, die bauen die intelligenteste AI, China die effizienteste und Europa die regulierteste. Und das kann für uns nochmal ganz, ganz große Probleme bedeuten. Dass uns die Regularien und die Verbindlichkeiten, die schriftlichen auch, dass uns sowas im Weg steht und wir uns einfach hemmen damit und eben nicht so forsch agieren können, wie das manch anderer dann vielleicht tun könnte. Frau Otto, könnte sich Deutschland mit seiner globalen Verflechtung in Bezug auf Produktion und Märkte abschotten? Oder heißt es jetzt vermehrt Partnerschaften
aufzubauen, um eben nicht abhängig zu werden? Also eben, ich denke, wir sollten uns nicht abschotten, das nicht. Wir können eben gucken, wo wir unsere Lieferkette eben Risikominderung da betreiben und eben schauen, wo wir uns auch breiter aufstellen können, wo wir vielleicht auch Partnerschaften eingehen können, zum Beispiel Rohstoffpartnerschaften zum Bezug von seltenen Erden. In Schweden sind Vorkommen gefunden worden. Mit Australien gibt es tatsächlich auch eine Rohstoffpartnerschaft. Also da versucht die Bundesregierung so ein bisschen zu schauen, wie können wir tatsächlich als Volkswirtschaft, die wir ja als Hightech-Nation sehr von kritischen Rohstoffen abhängen, wie können wir da eben uns aufstellen, dass wir da sozusagen nicht mehr ganz so abhängig sind von einzelnen Akteuren. Und auf der anderen Seite eben versucht die Bundesregierung eben auch Unternehmen dabei zu unterstützen, andere Märkte zu erschließen, indem man zum Beispiel Freihandelsabkommen vorantreibt. Das passiert natürlich auf EU-Ebene. Deswegen ist, denke ich, auch diese EU-Perspektive eine ganz wichtige. Wir sind ja als Gegenspieler zu USA und China eigentlich nur wirklich wirksam, wenn wir auf EU-Ebene Dinge beschließen. Und da gehören eben Freihandelsabkommen dann auch dazu. Aber natürlich auch gucken, wie wir unsere kritische Infrastruktur auf der anderen Seite auch schützen. Und da sind natürlich schon in gewisser Weise dann auch protektionistische Maßnahmen notwendig. Aber machen die USA auch, dass sie da gucken, wie sie die eigene kritische Infrastruktur besser schützen. China, USA und dann die EU-Ebene, das hatten wir, glaube ich, auch im Vorgespräch eben schon in der Garderobe. Dann kam so der Einwand auch von Herrn Glunz und von Herrn Borges, hallo, die EU ist nicht ein Land, sondern da sind eine ganze Menge, fast 30. Und die musst du auch erstmal alle unter einen Hut bekommen. Und das ist sicherlich auch ein großes Problem, weil die müssen sich ja auch abstimmen. Die EU, Herr Glunz hat es schon gesagt, zeichnet sich natürlich nicht gerade aus, dass sie bei dem wichtigen Thema des Bürokratieabbaus wirklich Marktführer ist sozusagen, sondern genau das Gegenteil eigentlich produziert. Da liegt nicht die Kernkompetenz. Da liegt nicht die Kernkompetenz. Deswegen will ich noch mal eine Lanze für die EU brechen. Ich glaube, dass das größte Friedensprojekt überhaupt ist, die EU, und dass wir alles tun müssen, gerade Deutschland erst recht, hier dafür zu sorgen, dass die Fehler, die in der EU gemacht werden, von den politischen Institutionen möglichst zukünftig unterbleiben. Und insofern sollten wir die EU stärken, weil ich glaube, gerade in dieser geopolitischen Gemengelage zwischen USA und China bzw. Asien wird es immer wichtiger werden, dass Europa ein Gewicht bekommt. Mhm. Wenn man sich nur mal die Bevölkerungszahlen anguckt, Europa hat 350 Millionen Menschen, im Vergleich dazu China mit 4 Milliarden, dann wird schon deutlich, 1,4, glaube ich. 1,4 ja. Milliarden, was habe ich gesagt? 4. 1,4 Milliarden. Schon der Blick nach vorne, ja. Ja, genau. Leider nicht, würde China er wird abnehmen. Kleiner, genau. China wächst nicht. Ja, ja. Jetzt wächst es nicht mehr, aber es ist eben ein wahnsinniger Markt und eine wahnsinnige Wirtschaftskraft, die da in den letzten Jahren aufgebaut werden. Deswegen nochmal ein klares Plädoyer für Europa, aber wir müssen eben hier jetzt unsere Hausaufgaben machen. Wir haben uns auch ein bisschen eingekuschelt hier in den Wohlstand der letzten 20 Jahre und wir müssen auch wieder mit solchen Tugenden uns stärker hier engagieren, wie Fleiß. Eine Diskussion um eine 4-Tage-Woche tut meines Erachtens Deutschland und der deutschen Wirtschaft nicht gut. Ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen, auch wirklich, das, was Deutschland so stark gemacht hat, das Wirtschaftswunder Deutschlands, auch wieder ein Stück weit wirklich erlebbar zu machen. Und das ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die wir führen müssen und die im Moment nicht so offen und klar ausgesprochen wird. China wächst nicht mehr, haben Sie gesagt, 1,4 Milliarden, ist auch nicht mehr das bevölkerungsreichste Land. Genau. Seit April aktuelle Zahlen? Indien. Ist Indien. Genau, abgelöst worden durch Indien. Der demografische Wandel ist da eben auch voll im Gange und hat eben auch entsprechende Auswirkungen auch auf die Wirtschaftskraft des Landes. Wir kommen gleich auch noch mal ganz genau auf China. Ich würde gern vorher mit Ihnen noch so eine Vielzahl von Problemen und Herausforderungen besprechen, die wir auf dem Tisch haben. Die werden wir nicht selber lösen können. Deswegen der Reihe mal nachgefragt. Decoupling, also die Entkopplung und Klimawandel. Herr Glunz, was kriegen wir selber hin und wofür brauchen wir die Welt?
Oh, für den Klimawandel, um den zu beherrschen, brauchen wir sicherlich die Welt. Und dafür brauchen wir auch China als größten Emittenten der Welt. Deswegen ist es auch immer gut, miteinander zu reden und nicht nur übereinander zu reden. Gut, ich glaube, wir haben eine ganze Reihe an Herausforderungen benannt. Ich würde ganz gerne nochmal auf etwas, was Frotten sagte vorher, nochmal kurz eingehen, das Thema Abschottung. Abschottung ist sicherlich für Deutschland keine gute Idee. Und dazu vielleicht nochmal zwei, drei Fakten. Das eine ist, Deutschland ist die zweitinternationalste Wirtschaft der Welt nach den USA. Es gibt in Deutschland fast 40.000 internationale Unternehmen, die ein Drittel des deutschen Bruttosozialprodukts erwirtschaften. Deswegen muss Deutschland offen bleiben, auch für Investitionen aus dem Ausland. Auch allein schon deshalb, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Weil wir brauchen auch internationale Konzerne in Deutschland, die uns challengen und die uns fordern, weiterhin kreativ und innovativ zu sein. Und auch die deutsche Wirtschaft ist unglaublich international. Wir haben das mal analysiert bei KPMG und wir haben uns angeschaut, alle Indizes, alle Börsenindizes in Deutschland. Und da sieht man, dass von allen deutschen Unternehmen, die börsennotiert sind, dass die 60% ihrer Umsätze im Ausland machen. 60%. Und diese Zahl ist noch zu klein gegriffen, weil es gibt viele Umsätze, die gar nicht konsolidiert werden. Das sind nämlich die Joint Venture in China. Wenn man die noch mit dazu addieren würde, dann wäre der Auslandsanteil noch viel größer. Das heißt, Deutschland lebt davon, international vernetzt zu sein, international aktiv zu sein und zu investieren und auch offen zu sein für Investitionen aus dem Ausland. Das heißt also, Globalisierung wird es weiterhin geben, aber ich bin völlig Ihrer Meinung, wir müssen das geschickt machen. Wir dürfen auch nicht blauäugig sein, wir müssen unsere Kronjuwelen schützen und wir müssen strategisch agieren. Und dazu ist auch EU-Integration, Sie hatten das Thema auch genannt gerade, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den Binnenmarkt stärken, stärker dafür Sorge tragen, dass wir mit einer Stimme reden. Also wirklich ganz viele Herausforderungen, in denen wir arbeiten. Also die Politik hat da einiges vor sich. Ich habe nochmal so zwei Begriffe gegeneinander gestellt. Sicherheit und Decoupling, also Sicherheit und Entkopplung. Wer ist unser Freund und wer ist unser Feind? Also ich wollte gerade nochmal beim Klimawandel noch ergänzen, dass das auf jeden Fall angekommen ist in den wichtigen Kernbranchen Deutschlands. Also nehmen wir die Automobilindustrie. Gerade da ist es ja ganz extrem, dass sozusagen sich daran entscheidet, wer jetzt bei Elektromobilität beispielsweise eben da auch die Führung übernimmt. Und auch bei Chemie beispielsweise ist Dekarbonisierung ein großes Thema. Also diese Transformationen hinzubekommen, das ist für die deutschen Kernbranchen tatsächlich so mit eins der aktuellen Themen, vielleicht neben Entkopplung. Genau. Stichwort Sicherheit. Stichwort Sicherheit. Ja, wie gesagt, das war bislang nicht wirklich, wurde es nicht mit einkalkuliert in den Lieferketten. Eben Effizienz hat meist, war sozusagen das Wichtige, wonach der internationale Handel sich quasi strukturiert hat. Und jetzt ist eben das Thema Sicherheit auch wahnsinnig wichtig. Und da würde ich sagen, hat man vielleicht das lange Jahre unterschätzt. Während zum Beispiel China das Thema Sicherheit schon sehr lange fokussiert. Also bei all seiner Außenwirtschaftspolitik spielt das eine extreme Rolle. Ob da bei der Seidenstraße oder bei anderen Investitionsprojekten im Ausland, ist das eben sozusagen ein Maxim, oder eine Maxime, die China immer schon seit Jahren strategisch betrachtet hat. Herr Borges, bitte. Ich würde ganz gerne noch ein Bild, eine Metapher ganz gerne noch mal bringen. Also China spielt mit uns Go. Der Westen spielt mit China Schach. Mhm. Der Westen agiert taktisch, China agiert strategisch. China hat einen Langfristplan über die nächsten 50 Jahre. Das verfolgt egal, wer der Macht ist in China. Wohingegen wir immer unsere 4-5-jährigen Zyklen haben der Wahlen. Deswegen sind wir einfach, wir warten darauf noch, dass wir unseren Zug machen können, unseren Schachzug, währenddessen China die ganze Zeit überall ihre Steinchen schon setzt, überall in der Welt. Und ihren Masterplan verfolgt über einen längeren Zeitraum. Und das ist einfach etwas, das muss einem klar sein, dass man auch in der Schnelligkeit, in der man agiert in Europa, dass man sich weiter bewegen muss und dass man sich auch strategisch aufstellen muss, langfristiger aufstellen muss. Und deswegen ist auch diese Kleinstaatlichkeit, nur über Deutschland zu reden, wahrscheinlich falsch, sondern wir müssen wirklich reden über, so wie Sie das auch richtig sagten, über Europa stärker machen und strategischer ausrichten für die Zukunft. Das Spiel Go, das wollte ich immer schon mal spielen. Aber habe dann gemerkt, als ich mir die Anleitung durchgelesen habe, dass es gar nicht so einfach ist.
Da braucht es ein bisschen, oder? Ein bisschen Übung, ein bisschen... Schach ist auch kein ganz Schach einfaches... Schach ist auch nicht... Ja, okay. Ich werde es nach dieser Sendung mal probieren. Eins habe ich noch, Herr Borges, Decoupling und digitale Transformation. Wie wichtig ist es, dass wir Prozesse hinbekommen, dass wir mit Daten, Informationen arbeiten, dass wir eine Vernetzung hinbekommen? Ja, ich glaube, das hatte Herr Glunz ja auch schon implizit angesprochen, wir haben hier ein riesiges Handlungsfeld, dass wir die Digitalisierung noch stärker als Chance nutzen müssen und dazu gehört eben auch künstliche Intelligenz, also ChatGPT wird nicht gänzlich alle Arbeitsplätze hier in Deutschland vernichten, sondern ChatGPT ist, wenn man es intelligent einsetzt, ein echter Mehrwert für Unternehmerinnen und Unternehmen und deswegen sollten wir uns in der Tat aufgeschlossen diesen Technologien gegenüberstellen und ganz systematisch schauen, wo wir dies einsetzen können. Und insofern teile ich auch das, was Herr Glunz gesagt hat, das ist eben so ein bisschen deutsch, finde ich, dass wir immer sofort das Haar in der Suppe sehen und nicht die Chancen erstmal in den Fokus nehmen, die mit solchen Technologien verbunden sind. Ne? Wie schwer tun sich die Unternehmerinnen und Unternehmer damit? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also mein Gefühl ist, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer das größtenteils eher als Chance begreifen für sich. Und aber die Regularien und all das in dem Weg. Dass zum Beispiel auch ChatGPT etwas ist, was ein anderes Megathema sehr gut beantworten lässt, nämlich dass es einen Beitrag dazu leistet, diesem Fachkräftemangel unter anderem zu begegnen, weil man wird natürlich mit künstlicher Intelligenz vielleicht sehr stark wiederholende Tätigkeiten zukünftig ersetzen können. Ja? Das heißt also, wir müssen unsere Wertschöpfung mit Hochtechnologie weiterentwickeln und nicht mit klassischen Arbeiten, die immer wieder vorkommen. Und das muss die strategische Agenda für Deutschland sein. Wir sind ein Hochlohnland. Das heißt, wir müssen das, was Deutschland immer stark gemacht hat, weiter stärken. Innovationskraft des Mittelstandes, Kreativität. Und es gibt ein Feld im Moment, was da besonders besetzt werden muss von deutschen Unternehmen, wo auch die Politik das unterstützen muss, nämlich die CO2-Neutralität technologisch zu unterstützen, damit wir alle in Deutschland diesen Transformationsprozess begehen können. Und dann sind wir wieder beim Thema De-Risking, Decoupling. Damit kann ich auch Technologie wieder exportieren und dann ist wieder Internationalisierung vielleicht ein probates Mittel, auch weltweit dafür zu sorgen, dass CO2-Neutralität auch geschaffen wird. Vielleicht, um da nochmal zu ergänzen, dass das Interessante ja ist, dass wir eigentlich bei diesen Technologien, bei diesen künstlichen Intelligenz, bei vielen Technologien in der Grundlagenforschung, bei vielen digitalen Technologien in der Grundlagenforschung wahnsinnig weit sind. Es hapert dann häufig daran, das in die Anwendung zu bringen und auf den Markt zu bringen. Und da ist natürlich auch ein Thema Risikokapital, was in den USA beispielsweise natürlich auch viel ein ganz, ganz anderes Thema ist. Also das spielt da natürlich auch mit rein. Ja, und wir haben eine vitale Startup-Szene. Ja, Sie sagten das, die kreativ und innovativ ist. Und viele wissen das gar nicht, aber ChatGPT, das, was dahinter steckt, das kommt großenteils aus Deutschland, was deutsche Forscher, deutsche Forschungsinstitute tatsächlich erarbeitet haben. Aber wie Sie richtig sagten, in der Umsetzung tun wir uns schwer. Das liegt einfach daran, dass die Bürokratie und die Administration das hier teilweise verhindert. Also wenn man, glaube ich, der Wirtschaft die Gelegenheit geben würde, die Zügel zu lösen und weniger Regulatorik zu haben, dann wäre es auch möglich, diese umzusetzen in mehr Wachstum. ChatGPT, da habe ich es erstmal kennengelernt über meinen Sohn, der auf einmal ruckzuck mit seinen Hausaufgaben fertig war und ich ihn gefragt habe, wie das denn kam. Sagte, ach guck mal, du brauchst nur da oben die Begriffe eingeben und dann kommt unten schon, das dürfen jetzt nur die Lehrer nicht hören, aber kommt da unten der Aufsatz raus. Stichwort China. Entschuldigung. Erstmals seit der Pandemie kommen China und Deutschland zu Konsultationen zusammen. In Zeiten heftiger Spannungen zwischen dem Westen und China ist der chinesische Ministerpräsident Li Qiang zu Gast in Deutschland. War das richtig ausgesprochen? Li Qiang, ja. Sie sind da chinesisch gut aufgestellt. Li Qiang, okay. Zunächst wurde er gestern vom Bundespräsident Steinmeier empfangen. Später erwartete ihn Bundeskanzler Scholz. Herr Glunz, wer ist denn China für uns, die mit der Langzeitplanung, wie Sie es gesagt haben, die 50 Jahre? Ist es der Endgegner, ist es Teil, oder ist er Teil der Lösung? Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Markt, es ist ein wichtiger Wirtschaftspartner. Also ich weiß nicht, ob ich den Dreiklang so sehen würde, wie die Politik den heute sieht. Es ist sicherlich
Es ist sicherlich ein Marktteilnehmer, der nicht immer nach den gleichen Marktregeln spielt. Da darf man, glaube ich, nicht, das darf man nicht vergessen. Und da muss man auch durchaus auch Position beziehen. Und aus den Gesprächen, die ich führe in China, und ich bin von Zeit zu Zeit tatsächlich in China und habe Gesprächspartner da, man kann dort damit umgehen, mit Kritik und auch mit einer, wenn Position bezogen wird, die realistisch und nachvollziehbar ist. Also von daher müssen wir uns da, glaube ich, auch, müssen wir einfach unsere Position vertreten und unsere Interessen vertreten, müssen noch ein Fremdbegriff Level Playing Field einfordern. Es gibt einen Vokabeltest, mein Gott. Ja, ja. Wir werden das nachher alles nochmal abfragen. Ja. Also von daher ist es sicherlich, China ist einfach zu groß, als dass man es ignorieren kann. Wir müssen uns weiter mit China auseinandersetzen und müssen versuchen, mit China einen gemeinsamen Weg für die Zukunft zu finden, allein schon, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Dann erklären Sie ganz kurz nochmal diesen neuen Begriff, den Sie ins Spiel gebracht haben. Level Playing Field heißt, dass man die gleichen Regeln miteinander im Wirtschaftsleben akzeptiert und dass man nicht protektionistisch agiert, aber auf der anderen Seite einfordert, dass man mehr Rechte bekommt, als man Pflichten hat. Herr Glunz ist, jetzt muss ich mal ein Geheimnis verraten, mit einem großen Koffer angereist, nicht weil er sich heute Abend so oft umziehen will. Herr Glunz fährt morgen nach China. Ist so, ne? Aber das nicht in Urlaub, Peking. Sondern Business. Das ist so, ja. Da steht da auf so ein ganz kleiner Auszug, jetzt nicht so ja, ich treffe eine Reihe deutscher Unternehmen vor Ort, um von denen zu erfahren, wie die Situation vor Ort tatsächlich ist. Ich werde mich treffen auch mit der EU-Kammer und mit der deutschen Kammer, mit der deutschen Botschafterin und auch mit einer ganzen Reihe an chinesischen Unternehmen vor Ort, um zu hören, auch wie sie den Standort Deutschland in Europa einschätzen. Einfach um vor Ort zu hören, wie die Situation wirklich ist. Also ich muss sagen, ich finde Reisen immer sehr erleuchtend. Ich finde es auch gut, wenn die Politik das häufiger macht. Ich war auch sehr froh, dass der Bundeskanzler und auch der Wirtschaftsminister in Jakarta waren, in Singapur waren bei der APK-Konferenz. Weil ja, Reisen bildet einfach, man bekommt eine andere Perspektive. Und wir schmoren ja einfach doch viel zu häufig im eigenen Saft und sehen die Sachen halt nicht aus der großen globalen Perspektive. Deswegen ist es für mich immer sehr wichtig, ins Ausland zu gehen und auch da einfach gut zuzuhören. Frau Otte, was sagen denn die Chinesen über die deutsche Wirtschaft? Also für China ist natürlich Deutschland auch sehr wichtig. Mhm. Also ist der wichtigste Markt in Europa. Und für Chinesen ist Deutschland steht sehr stark für Hochtechnologie eben. Das ist das, was viele damit eben verbinden. Natürlich eben auch die Produkte, die sie so kennen im Alltag, die Autos natürlich, aber auch viele, viele Konsumwaren, die ja doch auch aus Deutschland kommen, Lebensmittel, beispielsweise Milch, die man in chinesischen Supermärkten findet. Die Produktsicherheit wird von Chinesen sehr stark geschätzt, also zum Beispiel im Lebensmittelbereich greift man deswegen gerne auf deutsche Waren zurück, weil man eben denkt, da ist sehr viel Produktsicherheit dahinter. Und genau, also von daher, das verbinden Chinesen mit Deutschland. Bisschen böse gefragt, hat sich China denn so weit entwickelt, dass sie nicht mehr Technologie gegen Marktzugang eintauschen müssen? Ich habe es mir angelesen, rund 20% der Unternehmen gaben bei einer veröffentlichten Umfrage der Europäischen Handelskammer in China an, schon mal zum Technologietransfer gezwungen worden zu sein. Das hat sich natürlich gebessert dadurch, dass chinesische Unternehmen jetzt auch selber teilweise Hochtechnologie produzieren und da auch ja, sozusagen auch sehr innovativ unterwegs sind. Aber natürlich ist das auch immer noch ein Thema und was bei uns auch wieder gespiegelt wird, natürlich von der Auslandshandelskammer, die ja auch ihre Umfragen macht, nämlich auch der EU-Kammer, wo das natürlich auch ein Thema ist, weiterhin Technologietransfer. Der findet ja häufig auch in Joint Ventures statt. China hat das eigentlich sehr clever gemacht über die Jahre hin, dass man
viele Branchen erst so sukzessive geöffnet hat. Erst durfte man nur investieren mit Gemeinschaftsunternehmen in Joint Ventures. Und da ist natürlich auch einfach durch die Personalfluktuation, aber eben auch dadurch, dass es natürlich speziell auch von der chinesischen Regierung teilweise die Anforderungen gab, Technologie da offen zu legen, dann eben auch zum Technologietransfer nach China hingekommen. Es wird ja immer der Transrapid wird immer als Beispiel gegeben, den wir eigentlich hier zuerst entwickelt haben und der jetzt aber in Shanghai eben fährt, wobei er da natürlich auch nur, sagen wir mal, eine Strecke fährt und jetzt nicht sozusagen es noch weiter geschafft hat in den Markt. Aber genau, also das ist natürlich nach wie vor ein Thema und eben auch ein Konflikt, ein Dilemma, was man natürlich hat. China ist einer der wichtigsten Märkte, eben auch mittlerweile sehr innovativ. Vor Ort eben Elektromobilität beispielsweise ist ein Bereich, wo chinesische Unternehmen führend sind momentan. Und da ist das Dilemma natürlich, einerseits muss man im Markt aktiv sein und auf der anderen Seite hat man eben das Problem, wenn man eben vor Ort Forschung und Entwicklung betreibt, dass die Gefahr besteht, dass Technologie eben auch nach China abwandert. Und Herr Borges, wie ist es für Sie? Wer ist China für Sie, für uns? Ist China tatsächlich der Gegner oder ist er Teil der Lösung der neuen, wie sagen wir es immer so schön, multipolaren Wirtschaftsordnung? Was würden Sie sagen? Ich glaube, wir sind gut beraten, China als Teil der Lösung zu sehen. Wir müssen ganz eng im Dialog bleiben, sowohl bei den politischen Institutionen, aber auch als Wirtschaftsvertreter müssen wir einen engen Dialog suchen und müssen versuchen, immer wieder diesen Level Playing Field, von dem Herr Glunz gerade sprach, zu organisieren. Und dann kann eine gute und für uns auch nutzenstiftende Kooperation mit China stattfinden. Mhm. Ich will das nochmal sagen, wir haben in der Sparkassenfinanzgruppe uns ganz bewusst auch auf den Weg gemacht, vor einigen Jahren schon, indem wir eine Tochtergesellschaft gegründet haben, die weltweit und insbesondere eben auch in China eine Länderkompetenz aufbaut, sodass wir eben auch darüber nochmal versuchen, den Markteintritt in China beispielsweise eben zu unterstützen. Und das häufig eben in Kooperation mit den Institutionen wie German Trade and Investment oder eben auch mit der Außenhandelskammer. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um gut vorbereitet mit guten Netzwerken in diese Märkte, in die Gespräche zu gehen, um keine Enttäuschung zu erleben. Aber wenn wir uns da oder wenn Sie sich denn doch da so einig sind, Herr Borges, Herr Glunz, macht es dann Sinn, wenn sich Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem Amtskollegen Xing Yang vor der Kamera in China streitet? Ist das dann grüne Klientelpolitik oder ist das Haltung oder ist das eine neue europäische Stärke? Ja, das ist eine böse Frage, die Sie mir stellen. Stimmt. Ich dachte, ich stelle sie mal. So. Ja, wie Politiker das machen, die versuchen dann immer auszuweichen. Sie sind aber kein oder sich eine andere Frage Berater, zu stellen. Genau. Also ich würde sagen an der Stelle, es ist nicht klug, immer nur eine werteorientierte Politik, Industriepolitik zu vertreten, sondern die sollte auch interessengeleitet sein, so wie das jedes Land der Welt macht. Insofern würde ich mir wünschen, dass die Politik auch ein Stück weit interessengeleitet ist und diese Wertedebatte nicht immer in den Vordergrund trägt. Und darüber hinaus ist die Welt viel, viel größer. Die ist nicht nur China, die ist so viele Länder und Regionen der Welt. Und wir haben gar nicht gesprochen über Afrika zum Beispiel. Kommt jetzt gleich. Was ein unglaubliches Zukunftsthema ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch solche Regionen stärker in den Fokus nehmen und nicht nur alles sehr stark fokussieren auf ein Land. Aber ich würde gerne Frau Otte noch fragen, wie viel Sinn das macht. Also ich Sie denke tatsächlich, ja, also beziehungsweise was ich da nur sagen würde, ist, dass es natürlich schon in Deutschland klar ist, dass man sich über den Umgang mit China klar werden muss und dass es da eben auch unterschiedliche Meinungen gibt, finde ich eigentlich auch gerade in der Demokratie nur selbstverständlich. Das wäre jetzt aber eine schöne politische Antwort. Mehr dürfen Sie wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber ich will Sie jetzt auch gar nicht in die Bredouille. Müssen Sie, genau, Stichwort müssen Sie Afrika, fragen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Entkoppeln und sich gegebenenfalls neue Partner suchen. Ist Afrika, Herr Glunz, das nächste große Ding? Ich denke, es ist eines der nächsten großen Dinger, ja, eindeutig.
Afrika ist unglaublich breit, ist unglaublich unterschiedlich divers. Über 50 Länder sind das. Also es gibt nicht das Afrika, es gibt auch nicht das Europa, weil so gibt es auch nicht das Afrika. Es ist aber die am stärksten wachsende Region der Welt vom Bevölkerungswachstum her. Also es wird Indien in Kürze überholt haben, dann deutlich stärker weiter wachsen. Allein um den Migrationsdruck aus Afrika nach Europa in den Griff zu bekommen, ist es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, sich mit Afrika zu befassen und auch dort Produktion aufzubauen. Darüber hinaus ist es ein Land direkt vor unserer Haustür, also nicht mit langen Lieferketten, langen Lieferwegen. Das ist eine Region, die in der gleichen Zeitzone ist wie wir. Das ganz Afrika liegt in der gleichen Zeitzone wie Europa. Also im Grunde ist es direkt vor unserer Haustür. Insofern macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, dass man sich damit stärker befasst, aber das dann adaptiert. Also man kann nicht deutsche Produkte einfach nach Afrika bringen, sondern muss sie für den Markt anpassen, für die Bedürfnisse anpassen. Und was vielleicht auch nochmal wichtig ist, Afrika, wenn man da von außen drauf schaut, ist eine Region, wo 80-90% der Menschen keinen Strom haben, kein Wasser haben. Ich glaube, das ist auch allein schon deshalb eine große Verantwortung auch Europas, da tätig zu werden und in Afrika halt viel stärker Fuß zu fassen. Herr Borges, ist das der neue Markt? Ja, ich glaube auch. Also Afrika ist im Moment noch von der deutschen Wirtschaft eher unterschätzt und auch von der Politik, muss man sagen. Ich glaube aber, da stecken riesige Chancen drin, weil da so viel Investitionsbedarf, so viel Markt ist, so viel Menschen leben. Und ich glaube, dass es eben die intelligente Art der Migrationspolitik ist, hier auch Wirtschaft und Politik und Migrationspolitik zusammenzudenken, darüber Lösungen zu schaffen, dass eben die Menschen in Afrika auch eine Perspektive bekommen, indem man den Handel mit Afrika, die Arbeitsteilung deutlich verstärkt. Aber das ist nicht nur ein Thema Entwicklungshilfe, sondern es ist ein Thema, tatsächlich auch Geschäftsmodelle zu haben, die in Afrika funktionieren. Absolut. Ich kenne da Beispiele von Unternehmen, die mitten in Afrika Unternehmen gegründet haben und dann, weil es in der ganzen Region keinen Strom, kein Wasser, keine Elektrizität gab, das dahin gebracht haben, Schienen gebaut haben und dann bildet sich da tatsächlich ein Nukleus und Menschen können besser leben, bleiben da, haben auch ein Interesse daran, da zu bleiben in ihrer angestammten Umgebung. Und das sind darüber hinaus Geschäftsmodelle, die funktionieren, die auch für den deutschen Mittelstand funktionieren. Es gibt die Beispiele und es gibt ja auch Fördergelder dafür. Und das ist etwas, glaube ich, was viel stärker in den Vordergrund treten muss. Aber haben wir es denn wirklich auf dem Zettel, ist ja die Frage, Frau Otte. Also oder stecken wir noch zu stark in den Ideen der Entwicklungszusammenarbeit oder der Entwicklungshilfe fest, um einfach hier neue Partner zu identifizieren? Ja, es ist tatsächlich so, wie die Herren beschreiben, also es ist eigentlich, wir sind da noch unterrepräsentiert als deutsche Wirtschaft. Es sind andere Länder in Europa, Frankreich beispielsweise, die in vielen natürlich auch historisch gewachsen, aber zu vielen afrikanischen Ländern doch noch oder mit vielen afrikanischen Ländern deutlich stärker Handel treiben. China ist sehr stark in Afrika unterwegs und investiert dort in die Infrastruktur. Von daher haben wir da natürlich Aufholpotenzial, aber man muss natürlich auch sagen, also ich finde mal, wenn man sich so vorstellt, wir als deutsche Wirtschaft, was exportieren wir eigentlich? Also wir exportieren Maschinen, also in der Summe, wenn man sich das als Kuchen vorstellt, hauptsächlich Maschinen, Kfz und Kfz-Teile, Elektrowaren und Chemie. Das sind häufig Produkte, die in der Industrie eingesetzt werden oder die halt eben sehr stark industrielle Waren sind. Das heißt, wir brauchen auch einen gewissen Reifegrad von Märkten, damit sozusagen wir mit diesen Ländern eben auch Handel treiben können. Und da sind sicherlich einige afrikanische Länder schon an dem Punkt, klar, aber andere eben auch noch nicht. Und deswegen, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum wir jetzt vielleicht noch nicht ganz so stark in Afrika unterwegs sind. Aber es ist natürlich schon so, dass die Bundesregierung da auch Unterstützung bietet und eben auch gerade Afrika und auch gerade wir, Germany Trade and Invest, wir haben eben auch einen starken Afrika-Schwerpunkt, haben auch einen African Business Guide bei uns, der sozusagen deutsche Unternehmen auch dabei unterstützt, eben nochmal speziell Marktinformationen für Afrika bereitzustellen. Aber trotzdem sagen böse Stimmen, wir bauen Brunnen, die Chinesen helfen, wir kümmern uns um die Menschen, die Chinesen bekommen die Rohstoffe, das ist doch gemein.
Naja, so ist es ja nicht ganz unbedingt. Ne? Aber das ist sehr zugespitzt. Das ist sehr, sehr zugespitzt, aber klar, China hat natürlich das wirklich auch da nochmal wieder dieser Langfristplan, dieses strategische Herangehen, tatsächlich eben auch dieses Rohstoffthema bei Afrika schon sehr früh erkannt und sich da eben teilweise Zugang zu Rohstoffen gesichert. Ich habe zu dem Thema einen Podcast gemacht mit dem Herrn Kangiesa, das ist der Präsident des Afrika-Vereins. Wer Interesse hat, einfach mal reinhören. Da diskutieren wir nämlich über die Afrika-Strategie der Bundesregierung und haben da eine ganze Reihe an Ideen, wie sich es verbessern kann. Also wenn man Podcast und Herr Glunz oder KPMG, dann sollten Sie das man, glaube ich, kriegt man einen Treffer. Beispiele, Lösungen, Strategien aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Herr Borges, nach Corona und Lockdowns, nach der Verstopfung des Suezkanals, nach dem Brexit, nach dem Krieg in der Ukraine, wie kommen Unternehmen mit diesen Anforderungen zurecht? Was wird Ihnen da gespiegelt? Ja, das ist eine große Herausforderung und hier müssen wirklich auch die richtigen politischen Leitplanken gesetzt werden. Und das heißt für mich in erster Linie das Thema Bürokratieaufbau. Mhm. Wir müssen es dem Mittelstand leichter machen, Geschäfte zu machen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Der zweite wesentliche Punkt ist, dass wir die Innovationskraft weiter stärken müssen, dass wir auch an der einen oder anderen Stelle jetzt auch bei der Frage neue Lieferantenbeziehungen vielleicht wieder stärker auch Subventionsgedanken an den Tag legen müssen. Ich bin der festen Überzeugung, wir sehen es ja gerade auch bei der Ansiedlung von Intel, dass wir auch mit diesen Instrumenten in einer vernünftigen Balance arbeiten müssen, um hier die deutsche Wirtschaft zu stärken. Und wir müssen natürlich das Thema Fachkräftemangel in den Griff bekommen. Das heißt, wir müssen große Anstrengungen tätigen, Fachkräfte ins Land zu bringen. Wir müssen im Grundsatz her den Menschen hier eine Planungssicherheit bieten, den Unternehmern vor allen Dingen Planungssicherheit bieten, damit sie bereit sind, wirklich auch diese Investitionen zu tätigen, die also für Innovationen erforderlich sind. Und die ist im Moment spürbar nicht da, das spüre ich bei vielen Gesprächen. Die Investitionsbereitschaft ist eher zurückhaltend. Mhm. Man konzentriert sich auf Ersatzinvestitionen, die zwingend notwendig sind, aber die dringend notwendigen Erweiterungsinvestitionen auch beispielsweise hin dazu, sein Geschäftsmodell auf die Transformation in Richtung CO2-Neutralität auszurichten, wird eher noch mit großer Zurückhaltung bearbeitet. Das Leben in einer multipolaren Weltordnung, also das Leben mit den großen Playern, Herr Glunz, das würden Sie sagen, wer sind in Zukunft die Player und warum sind die das dann auch? Ja, ich meine, auf jeden Fall haben wir keine unipolare Welt mehr, also mit der Weltmachtführung der USA. Das erodiert Stück für Stück. Also wir sehen sicherlich, dass es zumindest eine bipolare Welt geworden ist. Wir sehen aber auch eine stärkere Blockbildung in der Welt und Fragmentierung. Wir sehen, dass auch der globale Süden sich stärker auch zusammenfindet, die BRICS-Länder sich zusammenfinden und auch mit China kooperieren. Also wir sehen verschiedene neue Bündnisse, die entstehen. Also die Gemengelage, die ist schon sehr unterschiedlich. Wir sind auf jeden Fall in einer multipolaren Welt, glaube ich. Das muss man, glaube ich, sagen. Und der deutsche Wirtschaft wäre anzuraten, halt in allen Regionen der Welt weiterhin aktiv zu sein, investiert zu sein. Vielleicht noch eine Randbemerkung. Das aktuelle Zinsumfeld ist sicherlich nicht dafür auch geeignet, große Investitionen jetzt gerade vorzunehmen. Aber gut, ich glaube, es gibt nur den einen Weg nach vorne und mit Innovation und Kreativität ist vieles möglich. Was braucht es, damit wir als Deutschland in Europa in einer multipolaren Ordnung auch wirklich bestehen können? Ja, ich denke auch die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken, das heißt tatsächlich auf Innovation zu setzen, eben das Thema Fachkräfte, Mangel sozusagen dem zu begegnen und da entsprechende Maßnahmen einzuleiten, dass man eben halt auch guckt, dass wir unsere Lieferketten breiter aufstellen, wieder mehr auch teilweise zurückverlagern, hierher Produktion ansiedeln. Und ja, das denke ich mal, wenn wir alleine das angehen, würden wir uns schon entsprechend schon mal ein bisschen besser aufstellen in der multipolaren Welt. Herr Borges, wie sehen Sie das? Was jetzt konkret? Die multipolare Welt, in der wir uns behaupten müssen als Deutschland, und wie müssen wir uns aufstellen? Ja, also
ich kann im Grunde nur das wiederholen. Also die multipolare Welt müssen wir als Chance begreifen. Wir müssen mit allen in der Welt in guten Beziehungen arbeiten, Win-Win-Situationen erzeugen. Das muss unser Bestreben in den nächsten Jahren sein. Und wir müssen die Chancen dieser multipolaren Welt für uns ergreifen. Dann wird meine Abschlussfrage bzw. Ihre Antwort auf meine Abschlussfrage wahrscheinlich relativ kurz ausfallen, denn ich wollte Sie fragen, in welcher Welt wollen Sie leben? Eher in der monopolaren, da wo die USA noch recht stark ist, also als Überbleibsel sozusagen, wie jetzt, bipolar, wie wir es mal hatten mit den zwei Blöcken, mit Ost und mit West und eben in der multipolaren Welt, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben, mit vielen großen Playern, aber die Antwort haben Sie uns gegeben. Ja, ich möchte in der multipolaren Welt leben, sofern die Interessen auch auf friedlichem Wege verfolgt werden. Wie sieht's bei Ihnen? Das ist schon eine wichtige Nebenbedingung dabei. Finde ich auch. Ja, ich würde gerne in einer sicheren Welt leben, ja. Und ich glaube, dass es wichtig ist, einfach, dass wir in Deutschland unsere Hausaufgaben machen. Das heißt, dann Infrastrukturarbeiten, Standortstärken ausarbeiten, Digitalisierung nach vorne bringen, Freiräume schaffen für die Wirtschaft. Und wenn das gelingt, dann werden wir Deutschland und die deutsche Wirtschaft auch einen Platz in der Weltwirtschaft in der Zukunft haben. Aber das gelingt sicherlich nicht, wie Sie richtig sagten, mit einer Viertageswoche, sondern da muss man wieder die Ärmel hochkrempeln. Und das Wirtschaftswunder 1.0 in Deutschland, das ist auch nicht dadurch entstanden, dass die Leute auf der Couch gesessen haben, sondern dass viele Menschen einfach hart gearbeitet haben. Ich glaube, das ist das, was wir wieder machen müssen. Frau Otte, auch an Sie die Abschlussfrage. Welche Welt soll es sein? Also ich denke, wir haben keine andere Wahl. Es bewegt sich hin zur multipolaren Weltordnung. Und ich sag mal, das ist ja auch gut, wenn sozusagen alle, also nicht nur eine Kraft oder mehrere Weltmächte da quasi das Spiel bestimmen, sondern wenn man auch sieht, also China hat einen entsprechenden Anteil an der Weltbevölkerung und hat eben auch einen entsprechenden Anteil an der Weltwirtschaftskraft, wenn dem auch mehr Rechnung getragen wird, klar. Aber eben, ich denke, was eben auch wichtig ist, ist, dass es eine Weltordnung ist, wo die eben auch schafft, diese neuen Herausforderungen, die wir haben, Digitalisierung, aber eben halt vor allen Dingen auch den Klimawandel und die Transformation hin zu einem klimaneutralen Wirtschaften, wenn wir das schaffen würden in dieser neuen multipolaren Weltordnung, das wäre klasse und das wäre eine Welt, in der ich dann auch gerne leben würde. Danke, Frau Otte. Ja, Abschlussfrage deshalb, weil die Zeit rast. Die gute Stunde ist schon wieder rum. Die Sendung, wir sind leider am Ende unserer Sendung, die Zeit ist um, die Zeit im Kammermusiksaal verging, für mich zumindest wie im Fluge. Vielen ganz, vielen herzlichen Dank an Sie, an unsere Menschen hier auf dem Podium für Ihre wirklich weiterführenden und wichtigen Antworten und Erkenntnisse, die Sie uns mitgeteilt haben. Vielen Dank an das Publikum hier im Saal, im Kammermusiksaal und natürlich auch vielen Dank an Sie zu Hause, bei der Arbeit, wo auch immer Sie uns gerade zuschauen. Enden möchte ich gerne mit einem Zitat von Aristoteles. Das ist schon ein bisschen älter, dem griechischen Gelehrten. Er hat noch vor 2300 Jahren circa gesagt, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel richtig setzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Musik